Minuten Fahrzeit. Wer die meisten Runden hat, entscheidet diesen Wagen für sich. Genau, wir fahren das M, genau wie der Grüne es macht. Das ist richtig. Dann geht's hoch zur mittleren Wendemühle. Also ein M-Kurs hier in halber Freundschaft. Und mit Team Rennboote. So, der Gelbe schiebt sich da an, um irgendwie das Wasser abzugraben, hat jetzt die bessere Ausgangsposition, liegt innen. Und er könnte theoretisch die Linie fahren, aber der Grüne hat noch so ein bisschen Platz nach vorn gehabt. Jetzt heißt es, oh, ein bisschen aufpassen da. Ja, die schenken sich nicht hier an der Spitze. Der Grüne fährt ein bisschen enger und schickt den Gelben durchs Wasser. Bergeboot im Einsatz. Achtung, Bergeboot kreuzt die Grundlinie. Naja, da wollte er zu viel hier. Der gelb-weiße Cut ist ins Wasser, also in das Heckwasser des Vorausfahrenden gefahren und dadurch zu viel Wasser unter das Boot bekommen. Und dann war der Abflug unvermeidlich. Also der Grüne hier im Moment in Führung. Und Nachstarten natürlich erlaubt. Und das Bergeboot im Einsatz, Freunde. Da liegt noch ein weißes Boot, genau, das wollte ich sagen. Naja, da hat er jetzt eine Runde mehr, der Grüne. Und hat sich da so ein bisschen vertan. Also Bergeboot darf alle beide mitbringen. So zumindest die Auslegung des Reglements hier in der Klasse. Katamaran, Benzin, Kubikzentimeterzahl, hier freigestellt. Und das Bergeboot im Kurs. Da steht sowieso hoch im Kurs. Also der Rote, der verlässt da so ein bisschen die Linie. Aufpassen, dass es da keine Verwarnung von der Rennleitung gibt. So, vier Boote im Moment hier auf dem Wasser. Zwei sind havariert. Und das Bergeboot an der linken unteren Wendeboje. So, also die Fahrer, die ihre Boote benötigen, kommen also hier hinter die Absperrung. Da kommt das Bergeboot auch angelandet. Also hier auf dem blauen Schwimmbadturm, da wird der Rote an. Und relativ übersichtlich das Feld. Drei Boote. Dreieinhalb Minuten Fahrzeit absolviert. Also schnell für die Piloten hier, denn jede Runde zählt. So, und wieder sind es vier Boote, die ja am Rennen teilnehmen. Das grüne Boot wieder mit dabei. So, und der gelbe Schnelle auch wieder mit dabei. Start Nummer 4. Naja, der läuft wieder auf seinen ärgsten Rivalen auf, auf den grünen. Nee, der läuft gar nicht auf. Da hat er ein bisschen übersteuert. Bergeboot, Achtung, Bergeboot im Einsatz. Und das Bergeboot kreuzt den Kurs, also die Grundlinie im Augenblick. Thank you.
Steuer jetzt untergeht, dann sind das mal locker 25 Euro für den Piloten mit dem gelben Boot. Naja, orange. Und das Bergeboot nach wie vor im Kurs. So, Havarist hier unten an der Ampel. Absolviert und Bergeboot jetzt links an der Wendeboje.